Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Nach den vielen Symbolbildern bei der D-Day-Gedenkfeier gestern geht es jetzt an die konkrete Umsetzung dessen, was der Westen der Ukraine verspricht, bei ihrer Unterstützung nicht nachzulassen. Wie groß die Taten sind, die den großen Worten folgen, wird man sehen. Etwa, woher der französische Präsident die Kampfjets nimmt, die er angekündigt hat, und wie viele dann tatsächlich der Ukraine geliefert werden, um ihren Luftraum zu verteidigen. Immerhin kann über diese Dinge auf höchster Ebene und in direktem Augenkontakt gesprochen werden. Joe Biden und Volodymyr Zelensky sind in Paris. Von dort berichtet Anne Arendt. Eindringliche Appelle in Paris. Im Invalidendom, Frankreichs Symbolort militärischer Macht, startet der ukrainische Präsident am Morgen sein Ersuchen um internationale Hilfe. Und eilt sodann zum nächsten Termin in die Nationalversammlung, um vor Putin zu warnen, dessen Angriffskrieg ganz Europa bedrohe. Darf Putin diesen Krieg gewinnen? Nein, denn wir haben nicht das Recht zu verlieren. Kann dieser Krieg auf den Linien enden, die jetzt existieren? Nein, denn das Böse hält sich nicht an Grenzen. Mit dem deutsch-französischen Panzerhersteller KNDS vereinbart Zelensky anschließend den Aufbau eines Werks in der Ukraine zur Produktion von Waffen und Munition. Bereits am Vorabend hatte Frankreich versprochen, Mirage-Kampfjets zu liefern und Piloten unter anderem vor Ort in der Ukraine zu schulen. Auch der US-amerikanische Präsident Joe Biden, derzeit ebenfalls in Paris, begegnet Zelensky nicht mit leeren Händen. Er kündigt ein Hilfspaket von 225 Millionen Dollar an und bittet um Verzeihung für die lange innenpolitische Blockade. Wir werden sie nicht im Stich lassen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir wochenlang nicht wussten, wie es um die Finanzierung bestellt war. Es ist sehr wichtig, dass die USA, dass das amerikanische Volk an der Seite der Ukraine steht, so wie im Zweiten Weltkrieg. Finanziellen, militärischen und vor allem moralischen Beistand erhält Zelensky zudem am Abend im Élysée-Palast. Auf Wunsch der Ukraine will sich Macron für ein Bündnis zur Entsendung westlicher Militärausbilder in die Ukraine stark machen. Doch nicht nur das. Frankreich wird weiterhin der Ukraine in allen Bereichen zur Seite stehen. Das gilt auch auf europäischer Ebene, wo wir versuchen, eine tatsächliche Aufnahme der Beitrittsverhandlungen bis Ende dieses Monats zu erreichen. Zelensky richtet seinen Blick auf die geplante Friedenskonferenz Ende kommender Woche in der Schweiz. Sich von Russland nicht einschüchtern zu lassen und diesen Friedensgipfel zu unterstützen, ist nur ein erster Schritt. Aber es ist definitiv ein Schritt zur Beendigung dieses Krieges. Und so nimmt der ukrainische Präsident aus diesem Tag in Paris die Zuversicht mit, internationale Partner an seiner Seite zu haben. Der Ukraine-Krieg hat weltweit ja auch wirtschaftliche Auswirkungen. Deutschland trifft das besonders. Zum einen, weil wir unser Wirtschaftsmodell so massiv auf billiges russisches Gas abgestellt hatten. Zum anderen, weil Deutschland als Exportnation jede Störung der internationalen Handelsströme und Lieferketten stark zu spüren bekommt. Insofern ist es erstmal erfreulich, dass die Bundesbank in ihrer heute vorgestellten Konjunkturprognose Licht am Ende des Tunnels sieht. Es gehe wieder aufwärts, wenn auch, nun ja, in sehr kleinen Schritten aus einem ziemlich tiefen Tal. Darüber habe ich vorhin mit dem Bundesbankpräsidenten gesprochen. Zuvor fasst Oliver Heuchert zusammen, was die Bundesbank erwartet bei Wachstum und Zinsen. 25 Jahre Euro, darüber sprechen heute Morgen die Fachleute im Bundesfinanzministerium. Bundesbankpräsident Joachim Nagel zieht ein klares Fazit. Wenn ich darüber nachdenke, ist für mich der Euro und das, was wir erreicht haben in den 25 Jahren, das ist eine Erfolgsgeschichte. Ebenfalls heute Morgen präsentieren Nagel und die Bundesbank ihre Wirtschaftsprognose. Die Aussichten beim deutschen Wirtschaftswachstum haben sich etwas verbessert. Zwar sieht auch die Bundesbank dieses Jahr nur wenig Wachstum, in den folgenden Jahren aber soll die deutsche Wirtschaft wieder stärker wachsen. Der Konsum zieht an, die Exporte und die Industrie erholen sich.
In Sachen Inflation dagegen durchwachsene Aussichten. Die Inflationsrate soll erstmal hartnäckig oberhalb der angestrebten 2% verharren, auch wegen der höheren Löhne. Erst 2026 soll sie wirklich ins Ziel kommen. Es ist unter anderem die Reisefreude der Deutschen, die die Preise treibt. Für den Urlaub werden gerade hohe Preise verlangt und auch gezahlt. Deswegen ist die Zinssenkung der EZB gestern ein erster Schritt, dem aber nicht schnell weitere folgen dürften. Es ist auch klar, dass wir uns natürlich jetzt immer wieder die neue Datenlage anschauen werden. Wir sind jetzt nicht auf dem Autopiloten unterwegs. Der Hausherr hier im Bundesfinanzministerium, Christian Lindner, ist heute Morgen anders als geplant nicht mit dabei, weil er Haushaltsverhandlungen führen muss. Seine Sparpolitik findet in der Bundesbank-Prognose zwischen den Zeilen durchaus Anerkennung. Und der Bundesbankpräsident ist uns zugeschaltet, Joachim Nagel. Guten Abend, Herr Nagel. Guten Abend, Frau Slomka. Dieser Zinsschritt, den die EZB da gestern nach unten gegangen ist, ist das ein Zeichen dafür, dass so das Schlimmste mit der Inflation jetzt überwunden ist? Ich denke ja. Es war vor allen Dingen ein konsequenter Schritt, der eigentlich das Bild widerspiegelt, was wir seit Monaten haben. Die Inflation geht zurück und das ist ja die gute Nachricht dabei. Die haushohen Inflationsraten, die wir noch hatten vor 2 Jahren, die sind Geschichte. Und wir nähern uns spätestens Ende nächsten Jahres unserem Preisstabilitätsziel von 2%. Und das ist eine gute Nachricht. Aber die Preise waren ja jetzt zuletzt gerade noch mal wieder angezogen. Also war da nicht auch so ein bisschen Erwartungsmanagement bei der EZB dabei, zu sagen, wir müssen jetzt senken, sonst drehen uns die Leute durch? Na, das ist nicht der Punkt. Es ist im Übrigen nicht untypisch, dass auf dem letzten Kilometer, die letzte Meile, wie wir in der Geldpolitik sagen, es oft so ist, dass der Weg ein bisschen holprig sein kann. Insofern hat uns die etwas höhere Zahl nicht sehr überrascht. Für uns ist wichtig, wie die mittlere Frist ausschaut. Und die mittlere Frist weist ganz deutlich darauf hin, dass die Preise weiter zurückgehen werden. Nun haben wir ja zwar immer noch eine relativ hohe Inflation, aber wir haben ja jetzt keine boomend hitzige Wirtschaft. Also ist das nicht eigentlich kontraproduktiv, dann an der anderen Stelle wieder mit den Zinsen runterzugehen? Also wir müssen bei dem Thema, glaube ich, einfach nochmal uns in Erinnerung rufen, wo wir hergekommen sind. Wir hatten diese absolute Sondersituation nach dem fürchterlichen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der weiterhin noch anhält, der uns ja weiterhin Ungemach bereitet. Dieser Krieg hat zu diesen haushohen, sehr hohen Inflationsraten geführt, hat natürlich auch wirtschaftliche Implikationen mit sich getragen. Wir Notenbanker, wir im Eurosystem, wir haben konsequent gehandelt, wir haben 10-mal die Zinsen erhöht. Wir haben all das getan. Stabile Preise sind die Grundvoraussetzung, damit das Wachstum wieder anziehen kann. Und die Deutschland-Prognose der Bundesbank hat ja auch heute Zahlen vorgelegt und die weisen ja zumindest wieder in die Richtung, dass wir Tritt aufnehmen, was die Wirtschaft angeht, möglicherweise im nächsten Jahr ein wenig mehr Fahrt aufnehmen. Also auch hier stimmt die Richtung, aber natürlich könnte ich mir auch als Bundesbankpräsident höhere Wachstumsraten vorstellen. Ja, in der Tat. Also der Bundesbankbericht klingt dann eigentlich schon fast erfreut, dass man dann nächstes Jahr auf über 1% kommt. Aber das ist ja immer noch ein sehr zartes Pflänzchen, über das man sich da beugt. Also für so eine große Industrienation 1,1 oder dann vielleicht im Jahr danach 1,4% Wachstum ist ja nicht dolle. In der Tat, es ist ein zartes Pflänzchen, aber mit so einem zarten Pflänzchen lässt sich auch was anfangen. Das heißt, wenn die Hausaufgaben gemacht werden, dann kann diese zarte Pflanze sich hoffentlich weiterentwickeln. Zu den Hausaufgaben gehört, dass wir die strukturellen Themen angehen, beispielsweise die Demografiefrage, aber auch Digitalisierung, die Frage, wie gehen wir mit der Dekarbonisierung um. Da gibt es einiges zu tun, aber ich bin der Auffassung, das hat Deutschland in der Vergangenheit oft gezeigt, dass man in schwierigen Situationen auch die richtigen Antworten gefunden hat. Deutschland ist ganz bestimmt nicht der kranke Mann Europas. Wir haben gute Potenziale in der Wirtschaft. Wir haben in der Technologie hervorragende Firmen. Insofern, glaube ich, kann man durchaus auch mal mit einem positiven Blick auf die Zukunft schauen. Wir haben oft zu negativ die Themen dargestellt. Also nicht der kranke Mann, aber jetzt auch nicht, ich sag mal, der kraftstrotzende Kämpfer, der jetzt an der ersten Reihe steht und alle anderen mitzieht, schon gar nicht als Exportnation. Dann gibt es ja die Vorstellung, auch in der Politik, den Streit darum, dass man, wenn man die Schuldenbremse lockert, da ein bisschen mehr dopen könnte, sage ich mal. Und interessanterweise ist ja auch die Bundesbank gar nicht so dagegen, dass man die Schuldenbremse zumindest reformiert. Also wir haben uns das natürlich ganz genau angeschaut. Also stabile Finanzen sind die Grundvoraussetzung auch für
gutes Wachstum. Und da ist Deutschland in Europa immer wieder ein Stabilitätsanker gewesen und bleibt auch der Stabilitätsanker. Die Bundesbank hat unter ganz bestimmten Bedingungen gesagt, können wir uns die Schuldenbremse anschauen, nämlich dann, wenn die Staatsschuldenquote unter 60% abrutschen würde. Und dann könnte man sich gegebenenfalls vorstellen, höhere Aufbauspielräume bei der Defizitquote auch sich vorstellen zu können. Aber das sind wir noch nicht. Die Staatsschulden müssen weiter zurückgeführt werden. Wir sind da auf gutem Wege. Aber nochmal, die Schuldenbremse ist wichtig für das Wachstum, hat in der Vergangenheit gewirkt. Und auch die Bundesbank, da ist überhaupt kein Zweifel daran, ist ein ganz großer Unterstützer der Schuldenbremse. Das wird der Bundesfinanzminister dann wahrscheinlich lieber hören als die Reformvorschläge der Bundesbank zur Schuldenbremse. Herr Nagel, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Slomka. Den Euro abschaffen, das Europäische Parlament sowieso und eigentlich auch die ganze EU in ihrer jetzigen Form. Bei der Europawahl wird sehr darauf geschaut werden, wie jene Parteien abschneiden, die solche Forderungen vertreten. Wobei sich die europäischen Rechtsparteien da ja inzwischen durchaus unterscheiden. So radikal anti-EU wie die deutsche AfD gibt sich Marine Le Pen in Frankreich schon lange nicht mehr. Italiens Postfaschistin Meloni sowieso nicht. Mit der AfD wollen beide lieber nichts mehr zu tun haben. Für die konservativen Parteien könnte nach der Wahl die große Frage sein, wie sie es mit dieser gemäßigteren Rechten künftig halten. Etwa, wenn eine Kommissionspräsidentin zur Wahl steht. Über solche Szenarien möchte man sich an den Wahlkampfständen aber lieber nicht allzu deutlich äußern, Jutta Sonnewald berichtet. Manfred Weber, in der CSU eher einer der ruhigen und besonnenen, hat als Chef der stärksten Fraktion im Europaparlament, der konservativen Parteienfamilie EVP, viel zu sagen. Der Spitzenkandidat der CSU will in der EU in den nächsten 5 Jahren einiges umkrempeln. Es muss auch die Brüsseler Ampel abgewählt werden. Sie hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass sie beispielsweise den Verbrenner verbieten, Technologien regulieren. Und da sagen wir Nein dazu. Stattdessen liebäugeln Manfred Weber und Ursula von der Leyen, die wieder EU-Kommissionspräsidentin werden will, mit moderaten Rechten, wie Giorgia Melonis Fratelli d'Italia, die postfaschistische Wurzeln hat. All diejenigen, die in Europa konstruktiv an Lösungen arbeiten, sind unsere Partner auf Basis unserer Werte. Und wenn dort konservative Parteien in Europa bereit sind, beim Migrationspakt zum Beispiel zuzustimmen, dann wollen sie Probleme europäisch lösen. Die Grünen beispielsweise haben dem Migrationspakt die Zustimmung verweigert. Für die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Thierry Reinke ist eine Zusammenarbeit mit rechten Parteien ein No-Go. Sollten die Konservativen diesen Pfad einschlagen, drohen die Grünen ihre Zustimmung zur Wahl Ursula von der Leyen als Chefin der EU-Kommission zu verweigern. Wir müssen die Konservativen und die Liberalen daran erinnern, dass sie diesen historischen Fehler, Rechtsextremen und Rechtsautoritären Zugang zu Macht zu geben, nie wiederholen dürfen. Und dafür stehen wir bei dieser Wahl. Keine Koalition, keine Mehrheiten mit Rechtsextremen und Rechtsautoritären in Europa. Das macht unser Europa kaputt, das macht unseren Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere Freiheit kaputt. Und wir werden uns mit allem dagegen stellen, was wir haben. Zudem kämpfen Thierry Reinke und die Grünen gegen eine Verwässerung des sogenannten Green Deals. Die Konservativen, aber auch die Liberalen mit ihrer Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wollen das milliardenschwere EU-Programm, das vorsieht, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, auf den Prüfstand stellen. Die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann gab sich im Wahlkampf mal als Eurofighterin, mal als Oma Courage, aber immer streitbar für ein freies Europa. Alles, was Sie aufbauen, kann ganz schnell zerstört werden. Und deswegen sind wir so in Alarmbereitschaft, um dieses Europa zu schützen, um dieses Europa als das zu halten, was es ist. Das größte Friedensprojekt, seit der Mensch vom Baum geklettert ist. Einzigartig auf dieser Welt. Bei ihrer Schlusskundgebung im Münchner Löwenbräukeller riefen CSU und CDU, genau wie vorher auch die Grünen und Liberalen, ihre Anhänger zur Wahl am Sonntag auf. Allen geht es schließlich um ein freies, demokratisches Europa, in dem die Menschen ohne Kriege in großer Vielfalt und möglichst in Wohlstand leben sollen. Und jetzt die Nachrichten, Hanna, die beginnen in Mannheim.
Eine Woche nach dem Messerangriff in Mannheim haben heute mehr als 1000 Menschen des getöteten Polizisten Ruven Lauer gedacht. Auf dem Marktplatz der Stadt versammelten sich Angehörige und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen des Beamten, der am vergangenen Freitag von einem 25-jährigen Afghanen attackiert worden war. Bundespräsident Steinmeier verurteilte die Tat als Terrorakt, der nicht hingenommen werden dürfe. Eine von der AfD geplante Kundgebung am Ort des Angriffs war verboten worden. Die AfD verlegte ihre Demo daraufhin. Gleichzeitig ging die Antifa für eine Gegendemonstration auf die Straße. Wegen des Starts der Fußball-EM in einer Woche ist es der Bundespolizei ab heute erlaubt, Reisende an den deutschen Grenzen zu kontrollieren. Dies gilt auch für Flughäfen und den Schiffsverkehr. Laut Bundesinnenministerium sollen dadurch vor allem Gewalttäter früh erkannt und gestoppt werden. Der Fokus reiche dabei von islamistischem Terror bis hin zu Hooligans. Die temporären Kontrollen sollen bis zum 19. Juli stattfinden, und zwar lageabhängig. Reisende werden gebeten, gültige Dokumente mit sich zu führen. In Hamburg haben nach Polizeiangaben mehr als 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften sowie Kirchen- und Umweltorganisationen. Mit der Kundgebung sollten laut Organisatoren zudem vor allem junge Menschen zur Stimmabgabe bei der Europawahl in 2 Tagen bewegt werden. Das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg hat laut einer ersten Schätzung versicherte Schäden in Höhe von rund 2 Milliarden Euro verursacht. Das hat der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft mitgeteilt. Da viele Betroffene nicht versichert sind, dürfte der Gesamtschaden allerdings noch deutlich höher liegen. Bei den Überschwemmungen kam es unter anderem zu Erdrutschen und Dammbrüchen. Mehrere Menschen starben, Tausende mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Bundestag hat einen Cannabis-Grenzwert für den Straßenverkehr beschlossen. Dieser soll bei 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut liegen. Wie schnell sich die THC-Konzentration im Blut nach dem Konsum abbaut, ist laut Experten allerdings sehr individuell. Kann von mehreren Stunden bis hin zu Wochen dauern, etwa bei Personen, die täglich mehrfach Cannabis rauchen. Einem erstmaligen Verstoß gegen den neuen Grenzwert drohen 500 Euro Strafe sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Der gefährlichste Ort für Frauen sind die eigenen 4 Wände oder zumindest ihr privater Lebensraum. Diese bittere Erkenntnis gilt weltweit, auch in Deutschland. Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt ist hierzulande im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Dass für solche Gewalttaten der Begriff Beziehungstat immer noch sehr verbreitet ist, wird schon lange kritisiert, weil es nach Tragödie klingt, nach etwas, woran 2 beteiligt waren und dann ist da irgendwas eskaliert. Der Realität von Femiziden, häuslicher Gewalt oder Bedrohung durch den Ex-Partner wird das nicht gerecht. Dazu muss man nur in Frauenhäuser gehen und sich die Geschichten der Frauen anhören, die sich dorthin geflüchtet haben. Jasmin Astaki-Bardet berichtet. Niemals hätte Dagmar Asghari gedacht, dass ihr so etwas angetan werden könnte. Gewalt durch den eigenen Partner. Ich hab, so wie so viele andere auch immer gesagt, beim ersten Schlag wäre ich weg. Die Gewalt kam schleichend. 20 Jahre blieb sie bei dem Mann, der sie erst beschimpfte und später schlug. Viel stand auf dem Spiel. Ein Familienleben mit 3 Kindern und das Bild der vermeintlich heilen Welt. Ich dachte halt, das kannst niemand erzählen. Ich habe mich selber dafür geschämt. Die Steigerung geht so weit, dass man auch in Todesgefahr ist. Trotzdem hoffte sie noch, es würde wieder so friedlich werden, wie es anfangs schien. So geht es vielen, jedenfalls ist die Dunkelziffer der Betroffenen hoch. Doch immer mehr Fälle kommen ans Licht. Das hat heute auch eine Studie des Bundesministeriums belegt. Jeden Tag werden in Deutschland im Durchschnitt über 700 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt. Die Opfer sind weit überwiegend Frauen, über 70%, und die Tatverdächtigen sind in 3 von 4 Fällen Männer. Auch deshalb will Familienministerin Paus gesetzlich verankern, dass jede Frau einen individuellen Rechtsanspruch auf Schutz vor Gewalt bekommt. Das heißt dann eben auch eine konkrete flächendeckende Absicherung von Frauenhäusern und von Frauenberatungsstellen. Und das ist längst überfällig. Schon jetzt fehlen bundesweit 10.000 Plätze. Dabei ist es für viele Frauen die wichtigste Anlaufstelle. Für Dagmar Asghari war es vor 7 Jahren ihre Rettung.
Als ich zu der Tür dort reinkam, hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich durchatmen. Ich habe mich dann auf einmal sicher gefühlt. Und das ist unglaublich wertvoll, um wirklich den Absprung zu schaffen. Sie hat ihn geschafft. Und nun anderen Mut zu machen, sieht sie als ihre Aufgabe an. Die wichtigste Botschaft ist immer, es lohnt sich zu gehen. Es ist hinterher, egal wie schwer der Weg auch ist, es ist nicht einfach. Aber es lohnt sich so, man hat hinterher ein viel besseres Leben. Man überlebt nicht nur, sondern man lebt endlich. Ein fröhliches Leben im Licht, trotz der düsteren Vergangenheit. Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter mit Wirtschaft zunächst. Ja, und einer Meldung, bei der viele Unternehmer in Deutschland heute sicher genau hingehört haben. Wirtschaftsminister Habeck hat vorgeschlagen, das deutsche Lieferkettengesetz auszusetzen, bis die europäische Regelung greift. Sina Meinitz in Frankfurt. Und das hat durchaus ein geteiltes Echo ausgelöst. Wie sind die Reaktionen? Ja, das geteilte Echo, das zeigt sich schon innerhalb der Ampelkoalition, denn aus der SPD kommt harsche Kritik. Dort heißt es, Ausbeutung dürfe kein Geschäftsmodell sein. Das Lieferkettengesetz soll Unternehmen ja bei Verstößen gegen Umweltauflagen oder Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- oder Zwangsarbeit in die Pflicht nehmen. Die FDP dagegen begrüßt den Vorschlag der vorübergehenden Aussetzung von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Nun seien sie auf einer Linie, heißt es heute von Finanzminister Christian Lindner. Und der Verband der Maschinenbau VDMA sagt, es ist ein erstes Zeichen, dass die Sorgen und Alarmsignale der Wirtschaft endlich gehört werden. Namhafte große Unternehmen, darunter Aldi Süd, der Chemieriese Bayer oder auch die Kaffeekette Tchibo, befürworten allerdings das aktuelle Lieferkettengesetz. Was würde denn jetzt ein Aussetzen des Gesetzes konkret für die Unternehmen bedeuten? In allererster Linie gewinnen kleinere und mittlere Betriebe 2 Jahre Zeit, bis die EU-Richtlinie in Deutschland dann greift. Das heißt also bis dahin weniger Bürokratie dank einer ausgesetzten Berichtspflicht und nach Ansicht vieler Mittelständler auch wieder eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich. Die deutsche Wirtschaft stagniert derzeit. Insofern könnte Robert Habecks Vorhaben vorübergehend durchaus für einen kleinen Konjunkturschub sorgen. Ob es aber tatsächlich so weit kommt, wird sich in den nächsten 2 bis 3 Wochen herausstellen. Vielen Dank, Sina, für deine Einschätzung. Der insolvente Reisekonzern FDI Touristik hat für die nächsten 4 Wochen alle Reisen gestrichen. Bis einschließlich 5. Juli seien alle Buchungen storniert, teilte das Unternehmen mit. Ob Pauschalreisen danach von anderen Anbietern durchgeführt werden können, sei offen. Europas drittgrößter Reiseveranstalter hatte am Montag einen Insolvenzantrag gestellt, nach eigenen Angaben wegen zuletzt rückläufiger Buchungszahlen. Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen weniger Filialen geschlossen werden als bisher angekündigt. Laut Insolvenzverwalter können 6 weitere Standorte erhalten bleiben. Und zwar in Berlin-Spandau, Köln, Mainz, Mannheim, Oldenburg und Würzburg. Rund 500 Arbeitsplätze würden dadurch gesichert. Die Zahl der Filialen, die geschlossen werden, sinkt damit auf 10. Und noch eine Meldung vom Sport. Tennisprofi Alexander Zverev steht erstmals im Endspiel der French Open in Paris. Der 27-jährige Hamburger gewann im Halbfinale gegen den Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen in 4 Sätzen. Im Finale am Sonntag trifft Zverev nun auf den spanischen Weltranglisten-Dritten Carlos Alcaraz. Andy Warhols Marilyn, der Weltstar in unendlicher Vervielfältigung. Oder die Suppendose als Ikone der Konsumwelt, ein Alltagsgegenstand, der plötzlich ein Kunstwerk ist. Wie die Banane, die durch Warhol eine ganz neue Ästhetik erfuhr und auch unendlich oft reproduziert wurde. Warhols weltberühmte Klassiker. Ein Künstler, von dem man schon alles gesehen hat, könnte man meinen. Doch in der neuen Nationalgalerie in Berlin wird ab Sonntag ein anderer, unbekannterer Warhol zu sehen sein. Ein sehr privater Andy Warhol. Stefan Merseburger hat sich die Ausstellung angesehen. Elvis Presley, Superstar. Sein Hüftschwung trieb die Massen in den Wahnsinn. Schönheitsideal der 60er. Mick Jagger, Sexsymbol der 70er. Andy Warhol hat Berühmtheiten und Konsumprodukte in Serie produziert. Aber der König der Popart war und konnte weit mehr als nur Pop.
Das zeigt die Warhol-Ausstellung in Berlin. Es gibt einen Warhol, der eigentlich eine Suche nach Schönheit, wie viele Künstler es hat, wie Michelangelo das gemacht hat, wie Caravaggio das gemacht hat, wie Picasso das gemacht hat. Es geht um eine Formfindung von Schönheit. Diese Formfindung von Schönheit liegt bei Warhol oft im Doppel. Warhol war ein großer Zeichner, das macht sein Frühwerk klar. Klar wird auch, dass die männliche Schönheit ihn besonders interessiert. Starke Jungs, All American Boys. Seine beiden langjährigen Lebenspartner John Gould, der an AIDS starb, und Ted Johnson, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, waren schöne Männer. Warhol selbst dagegen haderte mit seinem Äußeren. Er selbst hatte mehrere Nasen-OPs. Wir kennen auch aus den Tagebüchern, dass er sehr dünn sein wollte. Er hatte ja, seit er eine Kinderkrankheit hat, hatte er ganz schlimm Akne und Vernarbungen im Gesicht, die ihn immer gestört haben. Also er hat sich schon auch selbst mit seiner eigenen Schönheit beschäftigt und hat die im anderen besonders bewundert. Sängerin Nico als schönere Version von Warhol. Oder Künstlerkollege Jean-Michel Basquiat, den Warhol als von Michelangelo inspirierten David zeigt. Warhol verkleidete sich als Drag Queen, schlüpfte in verschiedene Rollen. Er hat explizite Bilder geschaffen, die keinen Zweifel daran lassen, dass er schwul war. Trotzdem galt er vielen als asexueller Künstler. Er hat ja auch Make-up getragen, er war ja auch ein sehr, sehr flamboyanter Charakter. Also ich meine, wer es nicht gesehen hat, der war es selber schuld. Aber die Gesellschaft hat es einfach nicht öffentlich thematisiert und zugegeben. Homosexualität war während fast seines gesamten Lebens strafbar, geächtet und daher auch nicht verkaufsfördernd. Viele der in der neuen Nationalgalerie ausgestellten Werke wurden nur selten oder nie gezeigt. Warhols Asexualität ist ein Mythos. Seine Queerness zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Das war's von uns. Weiter geht's mit der Heute-Show. Und gegen 0.20 Uhr meldet sich dann hier Gundula Gause mit unserem Heute-Journal-Update. Auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend. Was bei diesen Wassertemperaturen ins Auge sticht, ist die Adria. Die bietet 24 Grad und ist damit wärmer als der Atlantik bei den Kanarischen Inseln. Da sind das nämlich nur 23 Grad. 27 Grad sind es dagegen im östlichen Mittelmeer. Und da lagen die Tageshöchsttemperaturen jetzt in dieser Woche zum Teil schon über 40 Grad. Da ist es bei uns in Mitteleuropa doch deutlich angenehmer. Und das liegt an einem kräftigen Tief über Skandinavien, das die frische, kühle Luft mitbringt. Seine Wolkenschleppe reicht über die Alpen bis zu einem Tief hier über Spanien, das morgen weiter ostwärts zieht. So bleibt die Wetterdreiteilung bei uns einfach erhalten. Heute Nacht fällt noch etwas Regen an der Nordseeküste und es gibt noch einige Schauer im Alpenvorland. Sonst ist es trocken, zum Teil sogar klar und es bildet sich Nebel. Temperaturen sinken auf Werte zwischen 14 Grad am Oberrhein und 5 Grad in der Eifel. Und morgen erwarten uns dann Höchsttemperaturen von 16 Grad in Nordfriesland und 27 Grad im östlichen Bayern. An der Wetterdreiteilung ändert sich nichts. Es bleibt bei den Regenschauern und Gewittern, vor allen Dingen am Nachmittag, die auch mal heftiger ausfallen können hier im Alpenvorland. Und über die Küste ziehen Regenwolken hinweg. Dazwischen wird es freundlich, westlich des Rheins sogar sonnig. Und jetzt müssen wir uns dieses Tief über Spanien noch mal genauer anschauen. Das zieht bis Montagabend weiter ostwärts. Und dann könnte sich tatsächlich über Genua noch mal ein neues Tief entwickeln. Das bedeutet zum Teil gefährlicher Starkregen Sonntag und Montag im Alpenvorland. Schönes Wochenende.